Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part zu Monster Hunter Stories 2. Wie versprochen habe ich ein bisschen gegrindet, jetzt nicht bedingt auf Level 15, aber ich habe gegrindet. Ich habe mir einen blauen Gian Kutko geholt und den ausgetauscht. Ich habe auch noch einen Arzeros mir ins Team gepackt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so sehr bereue oder mich darüber freue. Und ich habe ein paar Sachen hier auch in den Kessel geworfen, deswegen ist er Stufe 7 und ich habe ein paar Sachen mehr zu beten. Ich habe gemerkt, mit jedem fünften kriege ich den Level up, deswegen schmeiße ich jetzt einfach die Sachen rein, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Ja, das Finder-Amulett werde ich wahrscheinlich noch nutzen. Macht-Amulett wahrscheinlich vor Bosskämpfen. Diamant-Amulett werde ich aber wahrscheinlich nie benutzen. Deswegen kommen die jetzt alle rein. So, dann mache ich nämlich direkt 4 Stufen oder 3. Kriege ich auch noch Amulette als Belohnung hier, wenn ich ein bestimmtes Level schaffe. Dann kann ich nämlich auch machen, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung kriege, weil mit jedem Level steigt die Prozentanzahl, die man hier kriegt. So. Und zur Not, wenn ich ein Ei, also ein gutes haben will, kann ich auch hier Finder-Amulett plus Finder-Gebet reinschmeißen, dann kriege ich es eher. Das werde ich wahrscheinlich auch nie nutzen. So, und Glücksamulett mache ich mir jetzt. Aufsteigen-Amulett werde ich auch nie nutzen. Also mit den Bindungsbalken, das geht recht schnell. Da brauche ich nicht extra Amulette für. So, jetzt aber Glücksamulette schmeiße ich mir hier mal rein. Wenn da jetzt kein Bonus kommt, schmeiße ich einfach noch eins hinterher. Jetzt habe ich 65 Amulette geopfert, hat noch ein paar Finder-Amulette bekommen. Und ihr seht, vorhin war das 3,7, jetzt ist es 4,3%. Das ist ein gewaltiger Erfahrungsanschub. Ich kann dadurch sehr gut leveln. Ich hole jetzt noch die Nebenquests ab, die es hier gibt. Die ist hier oben auf dem Haus. Da gab es nämlich so eine Arzros-Nebenquest, die habe ich gemacht. Jetzt habe ich das Blocken für das Großschwert freigeschaltet. Ich habe generell offscreen auch ein paar Nebenquesten gemacht, die jetzt nicht so interessant aussahen. Also ich kann die Yagi-Nebenquest hier auch nochmal annehmen. Die eher habe ich hauptsächlich offscreen gemacht. Also ich habe sehr viel von diesem Fleisch. Und die Questen, die auf der ersten Insel stattfinden, mache ich glaube ich eh nicht. Noch einmal. Ja. Ich habe auf jeden Fall gut genug gegrindet, dass wir jetzt richtig weitermachen können. Wir gehen ins Alcala-Hochland und gehen jetzt endlich den Paolomu verprügeln. So. Der Gian Kutko, also der Blaue, der kann übrigens halt von den Fähigkeiten ungefähr genau das, was auch der erste Gian Kutko kann, nur ist er deutlich stärker. Zumindest für den Anfang. Ich wurde aber schon von meinem Kollegen gespoilert, dass es noch im Verlauf des Spiels richtig heftig wird. Ich habe ihn dafür auch noch zur Sau gemacht einmal. Vor allem hat er mir ein bisschen den letzten Kampf gespoilert. Der Wald ist schön. Ich kann mich auch mal ein bisschen kleiner machen, dann seht ihr ein bisschen mehr vom Spiel. So, damit ihr ein bisschen mehr seht. This area has remained unchanged since ancient times. Many kinds of monsters live here, along with some rare species of insects. Ach, wenn man die doch noch fangen könnte. One of them have been disappearing lately. So you think strange things are happening around here too? Let's hope not. Das dauert hier noch ein bisschen, ich trinke was. There was much more wildlife around here in Red's time, though.
So that means you knew my buddy's grandpa too then, huh? Yes. Everybody talks about him like he was a celebrity. What was he really like? It's hard to put into words. Ich würde auch in das sehen, wie er wirkt. I have so many memories of him. Our village has long since been inhabited solely by Wyverians. Not everyone was happy about him being allowed to come and go as he pleased. However, he never let any of that bother him. He and Guardian Ratha just kept showing up again and again. He was always so open and friendly. He was freedom incarnate, a perfect match for the King of the Skies. An incredible man. Guess that runs in the family, huh, buddy? Ja. Hold on. If you knew the old guy since he was a kid, how come you still look so young? Wahrscheinlich leben die einfach länger. The way that humans age is a little different. The way they age? Yes. We live longer and age slower than humans. Wow, how about that? Interessant. Mich würde interessieren. How old do you think Anna is? She could be as old as an elder dragon. When Red first arrived here, das sag ihr lieber nicht ins Gesicht, sie haut dich wahrscheinlich. For humans and Wyverians to be friends. Ich tippe aber trotzdem darauf, dass sie noch recht jung ist. Because we could only spend such a short time together. Humans mature in what feels like the blink of an eye for us. Were you afraid humans wouldn't want to be pals with you anymore once they grew up? Yes. Wahrscheinlich können die zehnmal so alt werden. Wie Menschen. I can no longer meet Red anymore. I still consider him one of my closest friends. Wenn man beispielsweise in Animes oder in so manchen Filmen Elfen beispielsweise ansieht, die können ja auch so um die 10.000 Jahre alt werden. Und sehen immer noch aus, als wären sie 12 Jahre alt. Do you hear that? There's a monster nearby. Ja, der Paolomo ist hier in der Nähe. Whiskers didn't pick up any signals. You got better senses than me, huh? I'm impressed, Alwyn. This is nothing. It's completely normal for us. Back in his day, Red trained his senses to an even higher level. The best I can do is pick up on distant sounds. Das kann man an den Ohren erkennen. I can actually hear the voices of monsters. The voices of monsters? Das will ich auch können. This way. Können die mir sagen, was die futtern wollen? Ich bin ready. So, erstmal den Stand hier mitnehmen. Muss erstmal warten, bis die fertig geredet haben. So, ich muss jetzt erstmal hier Spuren sammeln. Da vorne ist eine Kiste, die nehme ich auf jeden Fall mit. Schön ist, ich kriege auch sehr viel Zeug hier. Wollt gerade schreien, hebt das dumme Ding auf. So, ich habe die Karte mal ein bisschen größer gemacht. Hier ist ein Monsterbau. Ein Gerät nehme ich immer gerne mit. Muss ja nur einsammeln. Oder unten ist ein Einsbau. Muss ich einmal rein wegen Kronkorken. Oh, der Koropeko, der hat mich letztens so aufgeregt. Als ich sein Ei holen wollte. Ich war im Prinzip ja das Vieh selbst, das war irre schwach. Ich habe es so schnell down gekriegt, aber ich hatte solche Probleme, das Ei von dem Vieh zu kriegen. Einfach weil der nie weggelaufen ist, selbst mit dem Farbball. Es gab hier zwar in der Monster-Lexika hier noch Informationen, wie man, beispielsweise hier beim Giacotto gerade, wie man bessere Rückzugsrate kriegt, und beim Koropeko war das, dass man den Kopf mit einer stumpfen Waffe kaputt machen soll. Da hat aber irgendwie immer ein Kamerad ist auch vor mir kaputt gemacht, und das hat mich dann immer aufgeregt, dass ich dann nicht an ein Ei von dem wirklich rankam. Es war die Pest, von dem ein Ei zu holen. Das ist es, was ich damit sagen wollte. Mein Gott, jetzt nehmen die Kiste. So, wir holen uns jetzt erstmal den Einsbau. Weil ich die Monsterspuren nicht komplett habe, kann ich wahrscheinlich eh noch nicht gegen den Paolomo antreten. So, Kiste wird mitgenommen. 1000. Ich mit. Eins Bau. So. Dann gucken wir mal.
Erstmal scannen. Da sind Yagis. Können wir ignorieren. Das Einzige, was interessiert, sind die Kronkorken. Ich werde wahrscheinlich noch sehr viel öfter offscreen grinden müssen. Weil man muss immer bedenken, Leute, dass das hier ein RPG ist. Und RPGs sind generell sehr grindlastig. Also man kommt da eigentlich fast gar nicht drum herum. Okay, da gehe ich als letztes hin, weil da ist ein Ei. Da ist ein großes Monster, nehme ich an. Ja, da ist ein Großjagi. Ich muss einmal nochmal drum herum. Das gebe ich mal kurz für euch. So, jetzt bin ich hier unten und kämpfe gegen einen Artgenossen. Kann ich auch für euch skippen, weil den kennen wir schon. Oder nee, warte, den blauen Gian Kutsu haben wir noch nicht live bekämpft. Ich erinnere mich. Ja, wie gesagt, der kämpft aber eigentlich genau wie der erste. Wo ist mein Blocken? Ach, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht benutzt, das Objekt. Okay. Da eigentlich sollte ich jetzt mit dem großen Schwert blocken können. Meiner ist ein Techniker. Oh, du willst was von mir, okay. Machen wir erstmal die Yagi fertig. Pam. Um Gian Kutsku brauche ich kein weiteres Ei. Ich werde den Gian Kutsku wahrscheinlich eh nicht ewig behalten. Weil mit dem T-Rex allein habe ich gesehen, ab jetzt kommen die starken Viecher. Da wird der wahrscheinlich sehr schnell ausgewechselt. So, aufgeladener Hieb. Wartet. Eigentlich müsste ich eben kurz zum Bogen wechseln. Einen Moment. Bogen. Aufladen tue ich jetzt gerade mal kurz nicht. Bin so oder so erstmal vergiftet. Hier bin ich. Status-Anomalien sind immer schön. Ja, das Feuer bei dem nicht wirkt, das war klar. Weißt du was, Sven? Geh mal auf den Kleiner, mach ihn ruhig mit dem Schnabelbohrer fertig. Da kann ich einmal aufladen. Albert macht dasselbe. Der Eisdrache ist ja ein Geschwindigkeitstyp. Wenn ich den holen kann, dann hole ich ihn. Weil der ist auf jeden Fall krass stark. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ja, das ist jetzt dumm, ne? Eigentlich muss ich dich auswechseln. Weil ich brauche einen Krafttypen hier. So. Genau, du machst das so, ich mach schneller Schuss und wir brechen hoffentlich die Schnute. Sayonara! Ja, mit einer Stoßwaffe in den Kopf brechen. Das zählt leider Gottes nicht für meinen Kamerad. So, und jetzt kriegt er noch zwei Kraftschüsse ab. Aber wir haben ja aufgeladen. So easy ist der Gian Kutsku tot. Easy. Ich habe das Gift mit eingerechnet. Also bei 35%, da flieht das Scheißvieh, ne? Aber wenn ich 95% habe. Ein scheiß Grupeko. Der flieht natürlich nicht. Ey, das Spiel will mich doch flachsen.
Dann nehme ich wenigstens das Ei eben mit. So, ich habe das Ei mitgenommen. Es war ein stinknormales Ei. Das heißt, es hat sich nicht mal wirklich gelohnt, das Ei. So, 8 Kronkorken. Das ist eine gute Menge. Kann ich wieder ordentlich was hier bei den Manix kaufen? Ja, ich skippe mal eben kurz, bis wir beim Nest sind. So, Leute, jetzt kommen wir zum Nest. Ich hole mir natürlich die Kronkorken. Da ist die Pest. Also wieder ein Vieh, das mich aufregen will. Genau, achte nicht auf das hier oben. Ich finde es auch noch schön, dass er nicht mal bemerkt hat, dass ich das Ei geklaut habe. Erst als es zu spät war, hat er es bemerkt. Es ist ein Korobeko-Ei. Also sobald man die Eier einmal hat, kann man sie in der Enzyklopädie nachsehen, welches Ei das ist. Nebenbei, den Arzoros habe ich schon ausprobiert und der ist nicht so krass. Den werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann austauschen. So, ein bisschen Erz. Ich bin ja immer noch auf Spurensuche. Wollt nicht absteigen. So, einfach den grünen Lichtern folgen. Ich muss weiter Spuren suchen. Wenigstens kriege ich so ganz viele Items. Ja, wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann haben die ja Panik. Oh, da vorne ist der Honig auf der Karte gelb. Das heißt, dort ist ein Alkala-Item. Also eins von diesen Gütern. Einen Moment, Leute. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. So, jetzt gelber Honig und Königshonig. Ich sag ja, daran erkennt man, ob ein Item was Besonderes ist. Dann hat man hier nochmal ein bisschen was Besseres. Beziehungsweise was von diesen Gütern, die man eintauschen kann, gegen recht gute Items sogar. Weizen kann man auch immer gebrauchen. So, jetzt müssen wir nur noch den Paolo verprügeln. Ja, ja, Arzoros, einen Moment. So, ich habe die jetzt eben kurz umgenietet. Hier ist sehr viel normaler Honig, den kann ich liegen lassen. Yagi, einen Moment. Ich mache mir mal das Leben kurz leichter. So, ich brühe die weg. So, ich bin bei diesem Kampf diesmal einfach geflüchtet, weil ich keine Lust drauf hatte. Ich habe jetzt extra Sunny genommen, damit ich die Gegner einfach wegschreien kann. Ich habe keinen Bock, alle 5 Meter einen Kampf direkt zu haben. Kommt die Folge nicht voran. Außerdem, längst gezeigt, es macht auch keinen Sinn, wenn ich euch das nochmal zeige. So, hier beispielsweise Arzoros und Großjagd, die kennt ihr ja schon. Warum soll ich euch das nochmal zeigen hier? Der macht nichts Besonderes mehr. So, ich will die Kiste. Danke sehr. Und habe in den Paolomo-Bau. Ich werde sogar ein Ei wahrscheinlich kriegen. Hoffentlich kriege ich wenigstens ein gutes. So, Karte. Oh, da ist ein Geschenk für mich. Wäre aber nicht nötig gewesen. Ach, das ist Lichtbrett. Einmal kurz wechseln. Hüpfen. Ich habe keine Ahnung, welcher Typus der Paolomo ist. Ich könnte mir bei dem aber Geschwindigkeit oder Technik vorstellen, weil Krafttypen gibt es in dem Spiel bisher tatsächlich wenig. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Paolomo ein Krafttyp ist. Am allerersten kann ich mir Techniker vorstellen.
Deswegen gehe ich mal auf Bulle. Es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. So, geht's da lang. Mit dem Boot rum komme ich auch ein bisschen schneller voran. Das ist nicht jeder Vorteil. Ja, hier geht's lang. Das ist kein Einsbau, also brauche ich mich gar nicht umsehen. Wirklich erkunden tue ich nur Einsbau. Da ist er doch, der riesen Luftballon. Das Blasebike-Vieh. So, dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht irre. Und dass das wirklich Techniker ist. Ja, der sieht aber trotzdem aus wie ein Haustier. Wir sind hier, um zu kämpfen, nicht um zuzuschauen. Weißt du, wenn du schon die Technik machst, dann lass mich sie wenigstens auswählen. Habe ich wenigstens was von. Okay, ich lag richtig. Das ist ein Techniker. Ich habe einfach geraten. Okay, Schwerte bringen recht viel bei dem. Ich will aber trotzdem jede Waffe einmal testen. Einfach allein schon, um zu gucken, was kann ich in Zukunft gegen den alles verwenden. So, einmal den Hammer. Das Schöne ist, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal diesen Synchro-Angriff. Das bringt sehr viel von diesen Ladungsbalken hier, dass ich die Techniken schnell einsetzen kann. Hammer bringt übrigens auch recht viel gegen den. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der den Hals aufbläst, dass der dann auch noch hier diesen Balk hat, den man angreifen kann, also den man zielen kann. Jetzt ist die Frage, ist er gegen alles schwach? Du mach ruhig tödliches Tackling. Wenn ich einen Kraftangriff mache, wird es eh synchronisiert. Und dann ist es safe ein Treffer. Okay, nur der Bogen ist schwach gegen ihn. Toll, dass wir Elvin dabei haben. Er ist zwar stark, aber sein Bogen bringt hier einfach absolut nichts. So, und das bringe ich jetzt erstmal auf Stufe 3. Hallo? Ich setze das nicht sofort einem wie eine CPU. Hypervakuum nutzt er jetzt. Sein Nackenbeutel hat sich aufgeblasen. Was hat er vor? Wir könnten ihn blenden oder wir können ihn kaputt machen. Ich würde ihn persönlich gesehen, ehrlich gesagt, eher brechen, weil ich dann mehr Materialien kriege. Also klar, es würde mir natürlich auch was bringen, eine Blitzbombe zu werfen. Der würde ja direkt runterfallen. Der ist jetzt wahrscheinlich umgedreht, das heißt, der ist jetzt kein Geschwindigkeitstyp mehr, sondern ein Krafttyp, deswegen gehe ich auf Geschwindigkeit. Oder er ist Geschwindigkeit jetzt geworden. Eigentlich ist die Regel, wenn die irgendwie ihren Modus ändern, einfach das zu nehmen, was die vorher waren. Er war ja vorher ein Techniker, also hätte ich eigentlich auf Techniker gehen müssen. Ja, das Dumme ist, der muss mich anvisieren, damit das funktioniert, was ich vorhabe. Visierst du mich noch an? Also den Nackenbeutel, den bringe ich ja sowieso. Ja, jetzt visiert er mich an. Ich wollte gerade sagen, weh, du brichst das Ding, bevor ich angreifen kann. Ja, der Spruch, der passt hier ganz gut. So, und jetzt ist er wieder der normale Typ. Wisst ihr was? Scheiß drauf, Bindungsfähigkeit. Weiß nicht, wie viel der noch aushält. Also, ich würde gerne den Duo aber machen, weil der macht mehr Schaden, deutlich mehr. Außerdem haben wir die Duo-Version von Elvin noch nicht gesehen. Muss man auch noch sagen. Hast du deinen Bindungsbalken jetzt endlich mal voll? Nein, immer noch nicht. Ich
war schon bereit, einen Button Smash zu machen. Der ist auf Elven fixiert. Ganz ehrlich, Objekte, Trank, bitte sehr. Schweifangriff. So, mit dem nächsten müsste ich ihn richtig reinhauen können. So. Ich brich jetzt zum einen durch. Er hat den Bindungsbalken voll. Das heißt, er wird jetzt auch hier White On machen. Ich hoffe einfach, dass mein Kollege genauso schlau ist wie ich und das immer erst auf 3 hochboostet. So, und jetzt sehen wir mal die Duo-Version. Welches Monster ich dabei habe, ist ja vollkommen egal. Nice! 965, ist klar, dass er dabei RIP ist. Kannst du auch mal was Nettes mir gegenüber sagen? Also das war halbwegs nett, aber nicht richtig nett. Er hat mich gelobt. Mehr oder weniger. You did it, buddy! Now we're another step closer to the rite of channeling. Ja, stimmt. We couldn't have done it without you, Alwyn. You make a pretty decent teacher. Auch ich unterrichte ihn, nicht umgekehrt. And I'm navigating Naviru. Me? A teacher? Doch, ich könnte mir eigentlich schon als Lehrer vorstellen. If you really want to become a better rider, you can learn more from the monsters than I could ever teach you. Monsters are much closer to nature than we are. They're in tune with the world around them. Schön gesagt. Ich sag doch, du wärst ein guter Lehrer. Is one of the most important skills you can develop. Ich hoffe, man hat jetzt nicht hier die ganze Zeit Dopp gehört. Ich habe jetzt erst Desktop-Audio ausgemacht. Well, that's certainly easier said than done. First, you must learn how to listen. Now I'm all confused. There's no rush. Just keep improving little by little. You'll see what I mean. Come. Okay. Now you're talking. Let's ride, buddy. Ja, let's go. So, dann schnappe ich mir jetzt noch ein Ei und dann sage ich, sind wir hier für heute fertig. Wir würden uns dann im Dorf wiedersehen. So, jetzt habe ich ein Paolomu-Ei. Damit gehe ich jetzt raus. Ich verabschiede mich hier auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, weil ich bringe jetzt nur das Ei hier noch raus.